Ja, herzlich willkommen zum DVGW H2 Lunch and Learn. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute mit bis zu 150 Personen so zahlreich dabei sind. Das ist eine tolle Zahl. Ich bin Melanie Zwirsnik, Projektleiterin bei der DVGW Kongress GmbH und springe heute für meine Kollegin Stefanie Schwarz, die sonst hier immer das ganze Format vertritt, für Sie ein. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, hier noch einige organisatorische und technische Hinweise, bevor wir dann in den Inhalt überspringen. Der Vortrag wird circa 20 bis 25 Minuten dauern. Im Anschluss wird es eine Frage- und Antwortrunde geben und diesmal steht hier tatsächlich auch ein größeres Team im Hintergrund bereit und freut sich auf Ihre Fragen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen auch während des Vortrags schon in Tool einzutippen, also sobald irgendwas unklar ist oder Sie eine Anmerkung, einen Kommentar haben, nutzen Sie gerne unsere Fragen-Antworten-Tool auf der rechten Seite. Wir werden die Fragen im Hintergrund analysieren und danach an unsere Experten richten. Ansonsten finden Sie auf der linken Seite unsere H2-Mediathek. Dort finden Sie noch spannende Inhalte und Facts in einem Überblick. Schauen Sie nach der Veranstaltung hier gerne mal vorbei. Ein ganz wichtiger Hinweis, weil diese Frage häufig kommt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird danach in unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt, genauso wie die Folien, die wir auf die Webseite setzen. Also alle Inhalte bekommen Sie aufbereitet, zur Verfügung gestellt und die Links dazu schicken wir in wenigen Tagen per E-Mail rum. Sollten Sie die Mail nicht bekommen haben oder Fragen haben, melden Sie sich einfach gerne jederzeit bei uns und wir stehen Ihnen dann zur Verfügung. Ansonsten würden wir jetzt in den inhaltlichen Teil überspringen. In den vergangenen Monaten wurde viel debattiert über den Wärmemarkt, über Heiztechnologien und natürlich das Gebäudeenergiegesetz. Andere energieverbrauchende Sektoren sind etwas aus dem Blickfeld geraten, so auch der Verkehr. Aber auch da müssen in den kommenden Jahren Tonnen an Treibhausgasemissionen eingespart werden. Während in der Energiewirtschaft oder der Industrie bereits Emissionen reduziert werden konnten, bleibt der Verkehrsbereich hinter den Zielvorgaben zurück. Neben den elektrischen Antrieben bieten gerade Wasserstoff- und Brennstoffzellen große Potenziale bei der Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks. Gesetzt ist, der Privatverkehr soll weitestgehend über E-Autos klimaneutral werden, also mit elektrischem Antrieb und mit erneuerbarem Strom. Aber was ist mit dem Güterverkehr? Und da insbesondere mit schweren Lastfahrzeugen, also die schweren LKWs, die über unsere Autobahnen rollen und Güter durch ganz Europa transportieren. Das ist umso wichtiger, wenn man mal auf die Zahlen schaut. In Deutschland ist aktuell der LKW-Verkehr für rund ein Viertel der bundesweiten THG-Emissionen verantwortlich. Zum 1. Januar 2023 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 3,6 Millionen LKW zugelassen. Die allermeisten davon nutzen Verbrennungsmotoren und Diesel für ihren Antrieb. Eine verstärkte Nutzung von Brennstoffzellen-Lkw benötigt aber auch eine entsprechende Infrastruktur. Nach aktuellem Stand sind in Deutschland zwar rund 90 H2-Tankstellen in Betrieb, davon ist aber nur ein kleiner Teil für die Betankung von Bussen-Lkw vorgesehen. An diesem Punkt setzt das DVGW-Forschungsprojekt H2 Net and Logistics an, das die Nutzungspotenziale von Wasserstoff im Schwerlastverkehr und die notwendige Infrastruktur untersucht hat. Herr Dr. Dietrich Gerstein wird uns heute die Ergebnisse vorstellen. Er hat Bergbau und Ingenieurwesen studiert und begann seine berufliche Laufbahn 1992 bei der Ruhrgas AG in Essen. Nach vielen Jahren und etlichen Stationen in der Gasbranche ist er seit einiger Zeit als freier Mitarbeiter tätig, unter anderem beim DVGW, insbesondere zu den Themen rund um Verkehr und Mobilität. Neben Herrn Gerstein waren zahlreiche Forschende der DVGB-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des KIT, dem Deutschen Brennstoffinstitut, dem Gas- und Wärmeinstitut Essen und der KMT Consult GmbH und Co. KG beteiligt. Einige davon stehen heute ebenfalls im Hintergrund für Ihre Fragen bereit und wir freuen uns daher besonders auf den Austausch im Nachhinein. Und jetzt, Herr Gerstein, starten Sie gerne. Ja, vielen Dank, Frau Trüssig, für die Einleitung. Ich teile mal gleich meinen Bildschirm und hoffe, das ist auch so gut zu sehen und würde dann gleich mal so auf das erste Bild gehen, auf die Startfolie. Und ich glaube, dadurch, dass ich 25 Minuten Zeit habe, sollten wir auch gleich einsteigen in das Thema, in die Thematik.
werde versuchen, Sie durch die Arbeitsergebnisse des Projektes H2Net und Logistik durchzuführen und Ihnen einen Überblick dazu zu geben, was wir in dem letzten Jahr dort erarbeitet, erforscht und analysiert haben. Vielleicht zum Start, ein bisschen zum Ausgangspunkt. Was war eigentlich die Initialzündung? Wir sehen ja, dass die Gasinfrastruktur schrittweise auf den H2-Transport, Wasserstofftransport vorbereitet werden sollen. Und da stellt sich auch die Fragestellung, wie kann man das Ganze auch nutzen, um Wasserstofftankstellen, wenn sie dann zukünftig in Betrieb gehen und vermehrt gebaut werden, darüber zu versorgen. Wir haben uns insbesondere beschäftigt mit der Infrastruktur, also mit der Frage, wie kann man dann tatsächlich den Wasserstoff über Leitungen auch bereitstellen. Wir haben aber auch uns mit den technischen und wirtschaftlichen und ökologischen Potenzialen befasst, die eine solche Versorgung, ein solches Netz dann auch bieten würde. Und wir sind auch noch ein Stück tiefer in die Analyse eingestiegen, sind also auch noch weitergegangen und haben einzelne Standorte für Wasserstofftankstellen analysiert. Und insgesamt haben wir natürlich uns auch angeschaut, ist das, was wir vorschlagen und was ich Ihnen jetzt gleich auch erläutern werde, überhaupt machbar? Und kann man das Ganze realisieren? Gefördert wurde das Ganze durch das DVGW Innovationsprogramm Wasserstoff und die beteiligten Institute, hatte Frau Triswick gerade schon genannt. Ja, womit sind wir gestartet? Natürlich mit einer Analyse des Bedarfs, also einfach um mal nochmal rauszuarbeiten, wie viel Wasserstoff wird denn zukünftig im Verkehrsbedarf benötigt und da bei uns natürlich immer mit Schwerpunkt auf den Schwerlastverkehr. Ja, wir sehen die Szenarien, die wir untersucht haben, so, dass im Grunde der überwiegende Bedarf sich im Schwerlastverkehr entwickeln wird und weniger im Pkw-Bereich. Die Studien, die wir ausgewertet haben, die technologieoffene Szenarien zeigen, die also schon alle Technologien, die eigentlich möglich sind, um zu einer Treibhausgasemissionsminderung im Verkehrsbereich und gerade im Schwerlastbereich zu kommen. Diese Studien zeigen eigentlich zum größten Teil, dass da doch ein erheblicher Bedarf zukünftig besteht für die Nutzung von Wasserstoff in diesem Segment. Natürlich gibt es da unterschiedliche Werte, unterschiedliche Zahlen. Am Ende kommen wir auf ungefähr 70 Terawattstunden, die hier mal dargestellt für das Jahr 2045. Wir haben das uns natürlich auch für die anderen Eckjahre angeguckt, aber die im Jahr 2045 in etwa benötigt werden im Lkw-Bereich, um die Lkws, die dann mit Wasserstoff fahren werden und fahren sollen, auch tatsächlich versorgen zu können. Wir haben das Ganze dann natürlich ein Stück weiter gerechnet und mal gedacht, gut, wenn wir diese Bedarfszahlen haben und auch so sehen und die Mengen, was bedeutet das denn eigentlich konkret für die Umstellung der Fahrzeugflotte, für die Umstellung der Lkws? Und haben dann relativ simpel eigentlich zurückgerechnet aus den Endenergiebedarfen auf die Zahl der Fahrzeuge, die dann von 2025 an bis 2045 in den Markt kommen werden. Und man sieht eigentlich ganz schön, dass das doch eher eine Entwicklung ist, die sich so ab dem Jahr 2030 vielleicht aufzeichnet und sich abbildet. Wobei dann so ab 2035 oder zwischen 2030, 2035 anfangen, dann ab 2035 wir und auch eine ganze Reihe von anderen Studien schon von einem sehr steilen und sehr starken Hochlauf an Fahrzeugen rechnen. Wir haben das so dargestellt und hier, dass es eigentlich um alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen geht. Wir haben das jetzt nicht qualifiziert, inwieweit das nun Fahrzeuge sind, die größer sind. Wir gehen aber davon aus, dass so ein Schwerpunkt bei den Fahrzeugen, die dann mit Wasserstoff betrieben werden und mit Brennstoffzellen haben, eher bei den schweren Fahrzeugen, die 12 Tonnen und mehr haben, liegen wird. Ich hatte das einleitend schon erwähnt, dass wir dann uns natürlich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben, was bedeutet das denn kostenmäßig und haben eine für die Fahrzeuge und für die Speditionen, die Fahrzeuge dann betreiben müssen und haben eine TCO, Total Cost of Ownership Analyse durchgeführt,
in der wir Szenarien für die Kraftstoffbereitstellung uns angeschaut haben, um Kraftstoffkosten zu ermitteln. Wir haben die Tankstellen uns selber angeschaut, um darzustellen, welche Kosten haben denn die einzelnen Tankstellen. Und wir haben uns natürlich auch die Fahrzeugentwicklung angekostet. Wie gehen dann die Fahrzeuge mit ihren Kosten in eine solche Berechnung? Das Ganze ist dann eben in dieser TCO-Analyse zusammengeführt worden. Und da will ich Ihnen jetzt einfach nochmal so ein paar Eckdaten zu darstellen, bevor wir dann im zweiten Teil des kurzen Vortrags dann noch mehr intensiver auf die Infrastruktur eingehen. Was haben wir uns angeschaut bei den Fahrzeugen? Natürlich als Referenz, weil wir brauchen ja irgendwo einen Referenzmaßstab, den konventionellen Diesel-Lkw, also links mal dargestellt, links oben. Wir haben uns dann verschiedene Tanktechnologien bei den Fahrzeugen angeguckt. Einmal die 350 Bar-Technologie beim Lkw, die 700 Bar-Technologie. Wir haben auch reingeschaut, wie würde das aussehen, wenn man Wasserstoff verwendet, der sowohl unter Druck steht und auch gekühlt ist, also kryokomprimiert. Und wir haben uns auch die reine Flüssigwasserstofftechnologie angeguckt, also LH2 nennen wir das, wo der Wasserstoff also flüssig zur Verfügung gestellt wird. Und dann haben wir noch einen Referenzfall mit reingenommen, einen zweiten, weil das ist ja sozusagen auch ein bisschen die Wettbewerbsposition zum Brennstoffzellen-Lkw, der mit Wasserstoff angetrieben wird. Wir haben uns dann auch mit dem Elektro-Lkw noch befasst. Rechts habe ich dann mal dargestellt, was für ein Lkw haben wir eigentlich in diese Rechnung einbezogen. Wir haben das natürlich etwas standardisiert und etwas klassifiziert. Geht uns an der Stelle eben nur um die schweren Lkws mit einer Reichweite von etwa 120.000 Fahrzeugkilometern, 5 Jahre Nutzungszeit. Gehe ich jetzt nicht mehr auf die Details ein, aber das ist so der klassische schwere, große Lkw, so wie wir ihn dann sehen. Auf der Tankstellenseite haben wir natürlich auch sehr viele unterschiedliche Tankstellen untersucht und uns angeschaut und auch deren Versorgung unterschiedlich aufgesetzt. Wir haben einmal gesagt, gut, die Tankstelle, die in unser System reingeht, kann versorgt werden über eine Leitung, wo dann der Druck aus der Leitung irgendwo zwischen 20 und 70 Bar liegt, der Druck, der dort zur Verfügung gestellt wird. Wir haben uns auch eine Trailerversorgung für die Tankstellen angeguckt, auch im Vergleich zu der Leitungsversorgung. Und last but not least haben wir uns auch nochmal links unten nochmal in dem blauen Kästchen gezeigt, uns damit befasst, wie würde das Ganze denn aussehen, wenn der Wasserstoff weder über Pipeline noch über Trailer, sondern tatsächlich on-site vor Ort über eine Elektrolyseanlage an der Tankstelle bereitgestellt wird. Da sind verschiedene Technologiepfade untersucht worden. Da kann und will ich jetzt in der Kürze nicht drauf eingehen. Aber das Bild soll Ihnen an der Stelle eigentlich nur auch nochmal zeigen, dass wir eigentlich alle technischen Möglichkeiten, die wir sehen, dort mit betrachtet haben. Vielleicht ein kleines Ergebnis mal zwischendurch jetzt zu den Tankstellenkosten. Was sich da relativ schnell zeigt, dass natürlich die Kosten an der Tankstelle einmal natürlich von der Größendimensionierung und vom Absatz abhängen. Da unterstellen wir natürlich, dass von 2020 oder 2025 angenommen die Größe der Tankstellen wächst und auch der Durchsatz steigt, was natürlich eine Downsizing bei den Kosten bringt. Aber ein erheblicher Hebel liegt eben an der Stelle auch in der Frage, stelle ich das Gas, den Wasserstoff aus der Leitung an der Tankstelle eben schon mit einem gewissen Druckniveau zur Verfügung. Und da sieht man eigentlich, dass gerade dann, wenn ich eine Hochdruckleitung nehme und dort eine Tankstelle einbinde, bei etwa 70 Bar, ich doch zu relativ günstigen oder eigentlich zu den günstigsten Kosten bei der Tankstelle komme, wenn ich eine 350 Bar Tankstelle habe. Rechts ist das Ganze nochmal dargestellt für das 700-Bar-System, also die Tankstellen, die jetzt eigentlich schon PKWs liefern, zukünftig vielleicht dann auch für LKWs vorgesehen werden. Dort gibt sich eigentlich ein ganz ähnliches Bild. Natürlich, je größer die Tankstelle, je höher die Skalierung, desto weiter kommen wir mit den Kosten an der Stelle runter. Und natürlich auch je höher der Eingangsdruck aus der Leitung, wenn die Tankstelle an die Leitung angebunden wird, ist. Bisschen günstiger entwickelt sich das. Das waren jetzt die Tankstellen. Vielleicht noch ein kurzes Bild und einen kurzen Einblick zu der Versorgung, also zu der Bereitstellung und zu den Bereitstellungskosten für den Wasserstoff. Ich hatte das eingangs erwähnt, wir haben ja die drei Elemente,
für eine solche Wirtschaftlichkeitsbewertung, TCO-Bewertung, einmal den LKW selber, wir haben die Tankstellenkosten und dann haben wir hier an der Stelle uns natürlich auch befassen müssen mit den Bereitstellungskosten für den Wasserstoff als Energieträger. Da haben wir mehrere Versorgungskonzepte uns angeschaut. Das geht über den Import von Wasserstoff, gasförmig oder flüssig. Das ist hier mal mit Option A dargestellt. Es geht über die, um die geht auch, auch eingeht die zentrale Verteilung von Wasserstoff. Da haben wir uns angeschaut, was würde es denn bedeuten und wie würde das aussehen, wenn der Wasserstoff über Elektrolyse in Deutschland bereitgestellt wird und produziert wird und dann an die Tankstelle geliefert wird. Und dezentral, das ist die Situation des Elektrolyseurs, natürlich dann eher ein kleinerer Elektrolyseur vor Ort. Das haben wir uns auch mit angeschaut. Das wäre dann die Option C. Was gibt es da für Ergebnisse, was die Bereitstellungskosten angeht? Das schwankt, das ist hier mal dargestellt, einmal auch über die Zeit, also von 2025 bis 2045. Und auch hier, wie zu erwarten, aufgrund von Technologiefortschritten, Skalierung der Produktionseinheiten, Produktionsanlagen, sehen wir insgesamt natürlich eine Kostenreduktion beim Wasserstoff, bei der Bereitstellung von Wasserstoff. Aber entscheidend ist hier eigentlich, dass die Bereitstellungskosten natürlich sehr unterschiedlich sind in Abhängigkeit von den genutzten Pfaden. Das ist hier mal mit den blauen, grünen und gelben Säulen dargestellt. Blau ist immer der Pfad, ist immer der teuerste Pfad. Das ist im Prinzip eine Bereitstellung aus Kanada flüssig. Gelb links daneben eine Bereitstellung von Wasserstoff aus dem Mittleren Osten. Auch natürlich mit Bandbreiten, mit Schwankungsgraden, ein bisschen in Abhängigkeit von den Annahmen. Und grün wäre dann im Grunde die Bereitstellung von Wasserstoff im deutschen System mit einer Elektrolyse in Deutschland, auch natürlich mit ein paar Schwankungsgraden. Wir haben daraus dann einige Szenarien ausgewählt, um die dann in die abschließende Rechnung einzuführen, in die TCO-Analyse. Das ist jetzt hier mal dargestellt. Ist vielleicht ein bisschen sehr viel Informationen enthalten in dem Diagramm. Deshalb möchte ich mal versuchen, da Schritt für Schrittweise durchzugehen. Wir haben einmal unten dargestellt, im grauen Bereich, den Diesel-Lkw, wobei wir da als Maßstab, als Referenz, wobei wir da bei den Kosten eben dargestellt haben, Szenarien, die sehr stark abhängen von der CO2-Bepreisung, einmal niedrige CO2-Preise, mittlere und hohe CO2-Preise beim Kraftstoff. Und man sieht da eigentlich sehr schön, dadurch, dass die Graphen von links unten nach rechts oben laufen, welchen Einfluss im Prinzip CO2-Bepreisung, aber auch eben zusätzliche Abgaben und Steuern, die wir beim Diesel zukünftig zu erwarten haben, auf den Betrieb des Diesel-LKWs haben werden. Man sieht aber auch, und das sind die blauen und die grünen Linien, das sind die Wasserstofftechnologien, wieder unterschieden nach 700 Bar und 350 Bar und flüssig, wo die Wasserstofftechnologien bei den TCO für die LKWs liegen werden. Hier sehen wir eben schon einen Kostenrückgang im Laufe der Jahre. Fahrzeuge werden günstiger, Kosten an den Tankstellen gehen zurück und auch die Bereitstellungskosten der Energieträger werden sich reduzieren. Gelb hier nochmal reingelegt, ist auch nochmal nur zum Vergleich, ist nochmal ein Strompreisszenario für den batterieelektrischen LKW. Auch da sehen wir natürlich ähnliche Effekte wie beim Brennstoffzellen-LKW, Kostenrückgang, natürlich auch stark abhängig von dem Rückgang der Kosten des LKW selber, Strombereitstellungskosten. Das ist hier nochmal dargestellt. Im Ergebnis heißt das aber auch jetzt mal übersetzt, dass im Moment Brennstoffzellen-LKWs natürlich noch eindeutig einen Nachteil haben gegenüber dem Diesel. Es ist schlicht noch zu teuer. Kostendegression verbessert die Situation, aber wir brauchen in jedem Fall zukünftig weiter eine Förderung über CAPEX, über Mautbefreiung oder andere Elemente. Und ich glaube, wir brauchen auch eine sehr, sehr deutliche Anhebung der
CO2-Bepreisung. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge und Ideen, wie das zukünftig aussehen kann. Wenn man das mal dann weiter berechnet und weiter simuliert, was das denn heißen würde, wenn verschiedene Fördermaßnahmen auch greifen und die es ja heute auch schon gibt, möchte ich den Eindruck erwecken, dass nicht heute wir schon ein sehr umfängliches Paket an Unterstützungs- und Fördermaßnahmen haben für alternative Antriebe. Wenn die weiter fortgesetzt werden, diese Maßnahmen weiter Bestand haben, wie zum Beispiel auch in der Diskussion um die Mautbefreiung, auch die Maut eben CO2-abhängig gemacht wird und CO2-freie Antriebe entsprechende Vorteile generieren können, aber auch bei den Kraftstoffen über den Quotenhandel, wenn man das mit einberechnet, das ist links dargestellt, sieht man, dass alternative Antriebstechnologien, Brennstoffzellenfahrzeuge, aber auch die Elektroantriebe doch durchaus schon eine gute Chance haben, wettbewerbsfähig zu werden, auch in gar nicht allzu ferner Zukunft. Und wenn wir noch mal ein Stück nach rechts blicken, da ist das noch mal ergänzt. Da sind auch noch mal die direkten Fördermaßnahmen der LKWs mit aufgelistet. Die Investitionskosten des LKWs werden ja gefördert. Die Mehrkosten, die ein solcher LKW, Brennstoffzellen-LKW oder Strom-LKW gegenüber dem Diesel mit sich bringt, die werden ja gefördert. Und wenn man das mit einbezieht, sind wir eigentlich mit dem Gesamtpaket an Förderungen, die zur Verfügung stehen, gar nicht so weit weg von einem doch durchaus wettbewerbsfähigen Betrieb der LKWs. Das bringt uns dann natürlich zu der Frage, wenn der Betrieb und so hochläuft, wie ich das auch anfangs nochmal gezeigt habe, wie muss dann tatsächlich eine Infrastruktur, eine Tankstelleninfrastruktur aufgebaut werden und was brauchen wir eigentlich an Wasserstofftankstellen, die speziell dann auch geeignet sind, schwere LKWs zu bedienen. Hier haben wir wieder zurückgerechnet aus den Energiebedarfen, wie sie aus verschiedenen Szenarien zur Verfügung gestellt werden, was das für einen Tankstellenhochlauf in Deutschland bedeuten würde. Und man sieht auch hier, entsprechend auch korrespondierend zur Zahl der LKWs, dass so ab 2035, dann 2040, 2045 doch ein sehr steiler Zubau von Tankstellen stattfinden müsste. Wobei wir dann hier auch nochmal ein bisschen differenziert haben nach Größenklassen. Kleine Tankstellen bis hin zu großen Tankstellen in der Kategorie L bis 7,5 Tonnen Wasserstoff pro Tag. Wir haben in unseren Analysen aber auch unterstellt, dass natürlich in einem Anfangsszenario und Ausgangsszenario es zwingend notwendig ist, dass irgendwo eine Flächenabdeckung da ist bei den Tankstellen. Wir können natürlich jetzt nicht immer von Anfang an bedarfsgerecht, nachfragegerecht Tankstellen aufbauen, weil das wären dann sehr wenige Tankstellen. Sondern man muss ja von Anfang an eine gewisse Flächenabdeckung haben. Da haben wir an dieser Stelle jetzt mal keine eigenen Zahlen genommen, sondern haben uns an der europäischen Automobilverband ACEA orientiert und haben mal hier die Zahlen übernommen und sagen, wenn ein Wasserstofftankstellennetz für LKWs aufgebaut werden muss und soll und wenn entsprechende Zahl von LKWs auch in Betrieb gehen soll, dann brauchen wir initial schon in den nächsten Jahren mindestens 85 Tankstellen, die auch in der Lage sind, LKWs zu beliefern. Und das muss dann relativ schnell hoch eskaliert werden auf 2030, wenngleich dann erstmal der Absatz an diesen Tankstellen aufgrund noch nicht verfügbarer oder noch nicht vollumfänglich verfügbarer LKWs erstmal eher etwas gering sein wird. Ich habe Ihnen jetzt erläutert, die Kosten für die Bereitstellung, Betrieb der LKWs und auch für die Infrastruktur über die TCO-Analyse, den hier nochmal erläutert, wie ein Tankstellenhochlauf aussehen muss. Wir haben in dem Projekt dann im nächsten Schritt das Ganze auch nochmal sozusagen regional oder geografisch untersucht und haben uns mit der Fragestellung befasst, wie muss das eigentlich aussehen oder wie würde ein solches Tankstellennetz mit den gezeigten Tankstellenzahlen, die ich gerade aufgelegt hatte, in Deutschland entwickelt werden können vom Jahr 2025 bis zum Jahr 2045
Und für 2045, 2050, das ist hier nicht dargestellt, haben wir das im Grunde auch nochmal entsprechend aufgezeichnet. Was wir uns angeguckt haben, sind natürlich konkrete Standorte, an denen Wasserstofftankstellen, LKW-taugliche Wasserstofftankstellen aufgebaut werden könnten. Das sind natürlich Autohöfe, die heute ja auch schon, die heute ja auch schon an Betrieb gehen, die gegebenenfalls erweitert werden könnten. Auch deshalb, weil sie ja im Grunde beidseitig befahrbar sind, bieten sie gewisse Vorteile. Das sind aber auch Tankstellen, die an Logistikzentren aufgebaut werden könnten. Also immer dort, wo natürlich dann auch ein hoher Tankbedarf erwartet wird. Wir haben auch Neubauflächen mit drin, also uns angeschaut, wo sind Neubauflächen. Und wir haben natürlich auch nochmal abgebildet, was ist eigentlich schon da. Das Ganze ist über ein Geoinformationssystem zusammengeführt worden und zeigt im Grunde hier auch im Grunde eine Verdichtung des Tankstellennetzes über die Jahre 2025 bis 2045, was man eben anhand der Zunahme der entsprechenden Punkte in dem Netz, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Ich hatte ja eingangs erläutert, dass wir im Wesentlichen uns auch mit der Frage dann nochmal befasst haben, sozusagen in der Schlussphase des Projektes, kann und in welcher Form und wie kann eine solche Tankstelleninfrastruktur, also diese 1000 oder 1500 oder 1700 Tankstellen, dann im Endausbau eines Tankstellennetzes für LKWs, wie kann das versorgt werden? Sicherlich macht es nicht Sinn, dann das alles über Trailerlösungen zu versorgen, allein schon aufgrund der Absatzmengen. Ich hatte Ihnen ja auch die Mengen gezeigt, die dort transportiert werden müssen und über die Tankstellen bereitgestellt werden müssen. Sondern wir haben uns dann hier sehr konkret nochmal mit der Frage beschäftigt, kann ein solches Tankstellennetz auch an das Hochdruckleitungsnetz angeschlossen werden? Und was hier in den blauen, hellblauen Linien oder in den dunkelblauen Linien, um die ein Korridor gelegt worden ist, also in den dunkelblau, hellblauen Linien dargestellt ist, sind im Grunde die Planungen der Transportnetzbetreiber zum Aufbau eines zukünftigen Wasserstoffnetzes, mit dem dann Wasserstoff in Deutschland transportiert werden kann. Einmal links für das Jahr 2030 und einmal rechts exemplarisch für das Jahr 2045. Es gibt natürlich auch noch die Schritte, die dazwischen liegen. Man sieht natürlich einmal eine sehr schöne Verdichtung des Netzes, was dann in 2050 eigentlich Deutschland komplett umfassen würde und dann dort eine vollumfängliche Transportnetzinfrastruktur, Wasserstofftransportnetz, und wir reden hier über Wasserstoffleitungen, Wasserstofftransportnetzinfrastruktur zur Verfügung stellen würde. Bildlich und grafisch dargestellt, auch anhand der Farben zu erkennen, haben wir dann über das Modell simuliert oder auch modelliert, welche Tankstellen könnten denn dort dann direkt angeschlossen werden an die Leitungen. Das sind also all die Tankstellen, die hier in Gelb mit gelben Punkten markiert sind. Und natürlich sind auch einige Bereiche über das Netz nicht abgedeckt. Dort müsste man zukünftig dann vermutlich mit einer Trailerlösung agieren, wobei man sich dort auch natürlich vorstellen kann, dass dann irgendwo Versorgungshubs gebildet werden, dass ein Versorgungshub aus einer Pipeline versorgt wird und von dort dann Trailer vielleicht mit vielleicht 50, 60 Kilometer zurücklegen, um dann die entsprechende Tankstelle zu beliefern. Wir haben in den Unterlagen und unserem Bericht, der auch in Kürze veröffentlicht wird, das Ganze natürlich auch von der technischen Machbarkeit her dargestellt und aufgezeigt. Im Ergebnis kommen wir zu dem Schluss, dass das machbar ist und möglich ist und dass tatsächlich eine Versorgung von Tankstellen aus einem Hochdruckwasserstoffnetz die genannten Kostenvorteile bringt und auch umgesetzt werden kann. Wir haben dann auch nochmal einen Fahrplan aufgestellt, der uns nochmal sagt, wie könnte ein solcher Hochlauf denn eigentlich aussehen. Natürlich muss das stufenweise erfolgen. Und da sehen wir, dass man eigentlich jetzt relativ zeitnah auch mit dem Ziel, eben die Fahrzeuge dann wirklich und die Tankstellen dann wirklich in Betrieb nehmen zu können, um auch dann Treibhausgasminderungsziele erreichen zu können,
mit ersten Pilotprojekten starten müsste, um das Ganze auch dann wirklich technisch, operativ, praktisch an einigen Standorten etwas einfach auszuprobieren. Und man würde dann eben ab 2025 vielleicht erstmal so ein Grundnetz aufbauen müssen. Zunächst sicherlich mit den 30 Tankstellen oder können auch 40 Tankstellen sein, die einfach notwendig wären, um überhaupt eine Flächenabdeckung hinzubekommen. Und würde dann ab 2030 ein solches Netz intensiv verdichten müssen, bis man dann über 2035 bis 2045 dann eine doch vollumfängliche Versorgung von Tankstellen über Leitungen hat und auch über die Tankstellen eine vollumfänglich Wasserstoff für schwere LKWs bereitstellen kann. Ja, das Ganze ist natürlich nicht frei von auch einer ganzen Reihe von Rahmenbedingungen und Randbedingungen regulatorischer Art, aber auch technischer Art, die auch noch sozusagen, wo auch die Bedingungen noch zu erfüllen sind, dass sowas umgesetzt werden kann. Ich habe jetzt noch mal kursorisch so einige Kernthemen hier auf, und das ist dann auch schon mein letztes Bild, auf meinem letzten Bild aufgelistet. Ich glaube, es ist notwendig, wenn wir die Brennstoffzellentechnologie bei schweren LKWs einführen wollen und auch weiter umsetzen wollen, dass man sich möglichst auf eine Technologie fokussiert. Wir würden hier aus unserem Projekt heraus die 700 Bar Technologie empfehlen. Das hängt einfach damit zusammen, dass, glaube ich, bei 350 Bar im LKW-Tank die Reichweiten noch nicht ausreichend sind. Und der Vorteil der Brennstoffzellentechnologie bei den LKWs sind ja gerade hohe Reichweiten. Insofern wäre es hier die 700 Bar Technologie. Wenn die Absatzmengen groß genug sind, und wir sehen das etwa ab 2030, sollte tatsächlich eine leitungsgebundene Versorgung der Tankstellen erfolgen. Dort, wo es möglich ist, ich hatte auf den Karten auch gezeigt, es geht nicht überall, aber in großen Bereichen ist das machbar. Noch ungeklärt ist sicherlich die Frage, wie geht man um an der Stelle auch mit dem flüssigen Wasserstoff. Auch das ist eine Entwicklung, die ist noch nicht abgeschlossen. Wenn das tatsächlich noch kommen sollte, dann müsste man sicherlich auch noch andere Versorgungsphasen überlegen. Aber ich hatte ja gerade auch schon gesagt, wir setzen hier eigentlich eher auf die 700-Bar-Technologie. Ja, wenn das Ganze gemacht werden soll, und dann muss natürlich eine Tankstelleninfrastruktur sehr zeitnah, sehr zügig aufgebaut werden. Hier setzt aus unserer Sicht auch ein erster Kritikpunkt an dem regulatorischen Rahmenwerk an oder der regulatorischen Rahmenbedingungen an. Sie haben vielleicht verfolgt, dass die Alternative Fuel Infrastructure Regulation auf EU-Ebene vor kurzem beschlossen worden ist, aber aus unserer Sicht eben doch nicht das verpflichtend vorschreibt, was eigentlich die EU-Mitgliedstaaten tun müssten, um sehr schnell und sehr zügig eine Infrastruktur aufzubauen. Das ist im Bereich der Ladesäulen für Elektro-Lkw etwas ambitionierter. Aber im Wasserstoffbereich müsste man da eigentlich, auch was dann verbindliche Vorgaben angeht, noch deutlich ambitionierter vorgehen. Ich bleibe noch mal einen Moment beim regulatorischen Rahmen. Da fehlen natürlich auch noch eine ganze Reihe von Regelungen. Vieles ist auf der Brüsseler Ebene, aber auch auf der bundesdeutschen Ebene im Fluss und in der Entwicklung. Ich nenne nur ein Beispiel, was gerade abgeschlossen worden ist. Das ist im Grunde die Definition des grünen Wasserstoffs, der hier eingesetzt worden soll, aus der RED2 und über die delegierten Rechtsakte. Aber noch nicht abgeschlossen sind natürlich Überlegungen zur Besteuerung von erneuerbaren Energieträgern oder auch zur CO2-Besteuerung von Diesel. Da ist noch einiges, glaube ich, was da auch auf der regulatorischen Seite gemacht werden muss. Auch das haben wir sehr detailliert in unserem Abschlussbericht beschrieben und auch da sehr detaillierte Vorschläge gemacht. Last not least, Genehmigungsprozesse. Auch da müssen wir relativ
zeitnah rangehen. Wir können natürlich nicht in eine Situation kommen, wo wir aufgrund von komplexen, langwierigen Genehmigungsprozessen uns behindern im Hochlauf der Infrastruktur. Und der letzte Punkt, und da bin ich auch durch, ich sehe auch Frau Trismik hat sich schon wieder eingeblendet, da bin ich auch durch, das sind die Förderelemente. Ich hatte es vorhin erläutert, wie sie wirken und wie sie helfen, dass solche Technologien vorankommen. Das muss natürlich auch fortdauern und ein solches Paket kann vielleicht noch mal etwas fein aufeinander abgestimmt werden, was Infrastruktur, Fahrzeuge angeht. Aber da sehen wir schon, dass diese Förderung auch in den nächsten Jahren noch notwendig ist, bis ein solcher Hochlauf erreicht werden kann. Insofern bin ich jetzt auch durch und hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr überzogen. Nein, alles super. Perfekt, Herr Gerstein. Teilen Sie gerne Ihre Folie, damit wir Sie dann ganz groß nochmal sehen können. Ansonsten vielen herzlichen Dank für diesen sehr komprimierten, guten Einblick in die doch sehr umfangreiche Studie. Wir haben tatsächlich im Chat bis jetzt an die 7 Fragen erhalten und die würde ich jetzt mal an Sie und das Team im Hintergrund richten. Und starten wir von vorne, chronologisch, wie Sie auch reingekommen sind, die erste Frage. Aktuell scheinen einige große Hersteller, MAN zum Beispiel, von Wasserstoff Abstand zu nehmen. Sehen Sie hier eine Gefahr für den Ausbau der H2-Infrastruktur? Ja, ich meine, das muss ja beides in sozusagen im Einklang erfolgen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Frage, glaube ich, nach dem Henne- und Ei-Problem. Wir brauchen natürlich beides. Wir brauchen die Lkw-Technologien. Und das ist natürlich schon ein bisschen mit Sorge zu machen, dass einige wieder aussteigen. Aber es sind ja auch nicht alle. Es gibt ja durchaus auch Lkw-Hersteller, die das weiter vorantreiben. Und natürlich ist ein wichtiger Treiber für die ganzen auch Infrastrukturentwicklungen, dass Fahrzeuge auch zur Verfügung gestellt werden und dass diese auch in den Markt gebracht werden und auch von den Speditionen dann hinterher auch benutzt und gekauft werden und auch in Betrieb genommen werden. Das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Treiber. Aber ich wäre da nicht pessimistisch. Wir sehen auch genügend Entwicklungen im Markt, wo auch Fahrzeughersteller an dieser Technologie auch weiterarbeiten und sie weiter vorantreiben. Super. Warum wurde, das ist jetzt direkt bezogen auf die Studie, die direkte Verbrennung von H2 nicht berücksichtigt? Man kann diese Lkw auf H2 direkt umrüsten. Ja, gute Frage. Das ist eine Technologie. Ja, man kann das auch machen. Ich will es mal ganz einfach sagen. Wir haben uns in dieser Studie, so wie es uns angeschaut, einfach schlicht auf die Brennstoffzellentechnologie fokussiert. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Rahmen der Studie, mit dem Zeitbudget zu tun. Also das haben wir nicht mitbetrachtet. Aber vielleicht in Richtung des Fragers oder der Fragenden. Natürlich kann der Wasserstoff auch direkt verbrannt werden. Ist vielleicht ein bisschen Frage der Wirkungsgrade auf der gesamten Kette. Aber ist natürlich auch eine Option. Dann die weitere Frage. Sie sprechen vom Import von flüssigem Wasserstoff. Die Technologie gibt es noch gar nicht, weder per Schiff noch per Pipeline. Ja, also ich hatte es ja vielleicht, wenn man sich erinnert, auf diesen Kostencharts mit den Säulen gezeigt. Das war da immer der blaue Balken. Da hatten wir mal gerechnet, was das denn sein würde, wenn man das aus Kanada, machen würde. Mal ganz abgesehen davon, dass das eine sehr teure Variante ist, steht da natürlich auch dahinter, dass einfach das technologisch noch gar nicht umsetzbar ist. Und Wasserstofftransport in flüssiger Form wird in kleinen Fällen mal gemacht. Es gibt aber noch keine im Grunde wirklich große Infrastruktur, weder zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff irgendwo in Produzentenländern, noch gibt es die Schiffe, noch gibt es die Importterminals. Also insofern glaube ich, ist das noch ein sehr, sehr langer Weg, wenn er denn überhaupt am Ende so umsetzbar ist. Da gibt es andere Optionen, der Import von Ammoniak oder von anderen Energieträgern. Wird es Ihrer Meinung nach zukünftig Pipeline-Anschlüsse direkt an die H2-Tankstellen geben oder nur Pipeline-Anschlüsse an H2-Hubs inklusive Aufbereitungsanlagen, welche circa 50 Kilometer von den Tankstellen entfernt liegen? Trailertransporte sind dann weiterhin mit einzuplanen. Ja, das hatte ich ja versucht, ein bisschen darzustellen, dass natürlich auch angestrebt wird, dann, wenn Hochdruckleitungen sozusagen und Tankstellen nicht so weit voneinander entfernt sind. Das war ja auch auf der Karte mit den gelben Punkten dargestellt.
dann sollte das schon eine direkte Versorgung sein über eine kleine Anschlussleitung. Da muss man dann vielleicht nochmal reingucken, sind das ein paar hundert Meter oder ist das vielleicht auch ein, zwei Kilometer? Das muss man sich dann anschauen. Aber wenn es eben nicht möglich ist, und das waren diese schwarzen Punkte, die wir dargestellt haben, dann würde sich anbieten, eben das über eine Trailerversorgung zu machen, wobei wir dann eben eine Trailerversorgung so vorsehen würden, dass der Hub, an dem die Trailer beladen werden, wiederum an das Leitungsnetz angeschlossen ist, damit ich eben nicht mit einem Trailer, jetzt sage ich mal ein bisschen salopp, kreuz und quer durch Deutschland fahren muss, sondern nur 50 Kilometer. Ja. Okay, weiter geht's. Auf dem Markt zeigen sich bislang eher Umrüste, also OEMs sind noch eher zögerlich. Wie wird Ihrer Meinung nach die weitere Entwicklung aussehen? OEMs, Erstausrüster. Ja, also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es ja auch hier nochmal darum, inwieweit sich Fahrzeugtechnologie weiterentwickelt. Und inwieweit OEMs dann tatsächlich auch Brennstoffzellen, LKWs als sozusagen komplett neue Fahrzeuge, nicht umgerüstete Fahrzeuge auch anbieten. Ich glaube schon, dass sich das entwickelt. Die Frage kam vorhin ja schon mal ein bisschen in einer etwas anderen Form, dass auch OEMs weiter daran arbeiten und weiter entwickeln, um Brennstoffzellen, LKWs in den Markt zu bringen. Ich glaube auch, dass sich diese Technologie am Ende genau dann durchsetzen wird, wenn der Elektro-Lkw eben irgendwo auch an seine Grenzen stößt. Das ist natürlich noch ein bisschen schwimmend. Auch die Elektro-Lkws schaffen es ja auch zunehmend, größere Reichweiten abzudecken. Aber dann kommt noch das Thema der Tankzeiten versus der Ladezeiten. Tankzeiten sind beim Wasserstoff-Lkw insbesondere, wenn der wirklich lange fahren muss, eben doch ganz entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, da tut sich noch eine ganze Menge und wir sind bei beiden Technologien, muss man auch sagen, auch eigentlich noch ziemlich am Anfang. Also weder der Elektro-Lkw noch der Brennstoffzellen-Lkw ist irgendwo flächendeckend im Einsatz. Zumindest nicht dann, wenn es um die wirklich schweren Fahrzeuge geht. Super, wir haben noch drei Fragen. Ich glaube, die schaffen wir in den letzten 3 Minuten. Wir sind gut in der Zeit. Laut Aussage verschiedener Stellen soll das Erdgasnetz weiter genutzt werden. Geht dies auch mit den angesprochenen hohen Drücken? Ja, wir haben ja jetzt hier schon unterstellt, dass also Leitungen komplett umgestellt werden auf Wasserstoff beziehungsweise neue Leitungen. Das waren ja die Planungen der Ferngasnetzbetreiber, neue Leitungen gebaut wird, ein Wasserstoffnetz gebaut wird. Und natürlich sind diese Leitungen dann eben auch auf hohe Druckniveaus ausgelegt. Also da sehe ich jetzt kein technisches Hindernis. Ja, genau. Sind in 10 bis 15 Jahren nicht E-Fuels wettbewerbsfähig und die vorhandene Infrastruktur nutzbar? Ja, das ist nochmal eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, wir sind im Moment ja noch in der Phase, wo sich die verschiedenen alternativen Antriebstechnologien noch ihren Markt auch suchen müssen. Und wir gehen da eigentlich ran. In diese Studie hat sich nun speziell mit dem Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff beschäftigt, dass man eigentlich technologieoffen alle Optionen sich anschauen muss und sehen muss, was am Ende wann und wie auch entwickelt werden kann. Bei den E-Fuels haben wir natürlich auch die Herausforderung, dass wir die Produktionskapazitäten für E-Fuels im Ausland erst noch aufbauen müssen. Das passiert zum Teil. Wäre natürlich ein Vorteil, das Ganze, wenn das so geht, dann tatsächlich auch die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Aber es ist aus meiner Sicht auch nur ein Weg. Ich glaube am Ende auch, dass wir auch mehrere Wege brauchen. Und dazu gehört eben auch der Wasserstoffweg mit den Wasserstofftankstellen und den Brennstoffzellen. Oder wir hatten es gerade auf den verbrennungsmotorischen Wasserstoff-LKWs. Die Fragen trudeln weiter ein. Ich würde an der Stelle bitten, einen Cut zu machen. Wir überziehen vielleicht 3-4 Minuten, dann können wir wirklich noch alles abarbeiten, was drin ist. Aber jetzt an der Stelle bitte keine weiteren Fragen mehr. Aber Herr Gerstein, Sie beantworten ja in einem raschen Tempo hier. Wie sehen die Wirkungsgrade der verschiedenen Infrastrukturbereitstellungen aus? Also sind beispielsweise Trailerbereitstellungen überhaupt wettbewerbsfähig? Ja, jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, wo ich gerne mal an meine Kollegen, die hier auch abgeben würde. Genau.
Das sind ja auch all die Kolleginnen und Kollegen, die hier intensiv an der Studie mitgearbeitet werden können. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht Herr Hennecke hatte sich, glaube ich, gerade da auch schon kurz zu Wort gemeldet. Machen Sie gern Bild und Ton an. Super, herzlich willkommen. Genau. Hallo zusammen, zum Schluss schalte ich mich auch noch dazu. Max Hennecker von der DVG-Forschungsstelle am Engler-Bundel-Institut in Karlsruhe. Wir haben uns mit der Infrastrukturversorgung und den verschiedenen Importoptionen beschäftigt. Und zu der Frage, das hängt davon ab, also für den Markthochlauf machen Trailerversorgung auf jeden Fall Sinn. Sobald man aber eine gewisse Marktdurchdringung erzielt hat, hat man entsprechend hohe Absätze bei den Tankstellen. Da spricht man dann bei Spitzenversorgungskapazitäten von 7,5 Tonnen pro Tag, die da die Tankstellen zur Verfügung stellen müssen, um eben schwere LKWs zu versorgen. Und in dem Fall müsste man dann quasi, hätte man eine recht häufige Frequenz, um die für die Trailer, um die Tankstellen zu versorgen. Und da machen dann eben dann entweder die direkte Elektrolyse vor Ort oder eben der Pipeline-Anschluss deutlich mehr Sinn. Das ist richtig. Okay, herzlichen Dank, Herr Hennecke, an der Stelle. Genau, wir widmen uns jetzt den letzten drei Fragen. Wie schätzen Sie künftig das Potenzial von E-Fuels im Schwerlastverkehr ein? Hier können die bestehende Infrastruktur weiterhin genutzt werden. Ein bisschen hatten wir es eben schon. Hatten wir eben schon in ähnlicher Form die Frage. Und die ist natürlich auch absolut berechtigt, eine solche Frage. Und da glaube ich wirklich, dass am Ende müssen wir alle Technologien erstmal zulassen. Ich glaube, ich will vielleicht nochmal wieder übergeordnet beantworten. Die Notwendigkeit, dass wir Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich und insbesondere im Schwerlastverkehr reduzieren, ist riesig. Und die Herausforderung ist riesig groß, weil wir ja, und Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja auch gesagt, bisher schlicht nicht geschafft haben. Und insofern würde ich dafür plädieren, alle Optionen irgendwo auch zu entwickeln und zuzulassen. Und am Ende muss man eben sehen, was sich auch am sinnvollsten und am besten auch durchsetzt. Und da haben auch die E-Fuels eine Chance. Aber wir sind halt noch nicht so weit und wir können auch noch nicht darauf warten, bis E-Fuels tatsächlich im Markt sind. Gut, wenn ich mal von HVO absehe. HVO ist natürlich schon verfügbar. Aber ein synthetisches E-Fuel ist ja noch gar nicht so richtig da. Insofern müssen wir auch andere Dinge machen. Und jetzt hole ich nochmal ein Stück aus. Wir brauchen auch im Moment zum Beispiel Biomethan und Bio-LNG. Und dann kann man irgendwann übergehen auf Wasserstoff. Und dann braucht man auch sicherlich einen Teil Strom und wird sicherlich auch E-Fuels brauchen. Also ich würde da ehrlich gesagt nichts ausschließen, sondern würde das auch gleich die Frage so beantworten, macht das eine Sinn oder macht das andere Sinn? Also ich glaube, erstmal müssen wir an allen Schrauben oder an allen Stellhebeln drehen und schalten, damit wir da überhaupt vorankommen. Ja. Okay, sind Ihnen Standorte bekannt, an denen eine Wasserstofftankstelle und eine Abfüllstation gemeinsam betrieben werden? Also mir direkt jetzt persönlich nicht. Ich weiß nicht, was mit der Abfüllstation jetzt, ist das wahrscheinlich eine normale Tankstelle mit gemeint? Kann ich jetzt natürlich jetzt nicht so genau verifizieren. Ich würde aber bei den zukünftigen Planungen des Tankstellennetzes, und so haben wir es ja auch gemacht, vielleicht kann Herr Steyer da gleich nochmal was zu sagen, eher davon ausgehen, dass wir eigentlich überwiegend Standorte sehen werden, die also nicht auf der grünen Wiese sind, aber die speziell neu gebaut werden für die Wasserstofftankstellen. Das kann irgendwo ein Zusatzgrundstück sein, was vielleicht noch neben einem Autohof liegt oder so, aber also so direkt, wie wir das aus der normalen Tankstelle auf der Autobahn sehen. Also hier ist Diesel, da ist Benzin und da ist von mir aus auch noch CNG und die Zapfsäulen sind alle noch ein paar Meter voneinander weg. Das glaube ich eher nicht, dass wir da hinkommen. Das sind dann schon eigene, wie beim LNG haben wir es ja auch, das sind dann schon eigene Tankstellenstandorte. Es wurde nochmal präzisiert, damit sind Trailer-Abfüllstationen gemeint. Okay, also das ist mir jetzt, muss ich echt passen, ist mir jetzt so nicht bekannt, ob da irgendwas zusammen, ob es da einen konkreten Standort irgendwo gibt. Okay, alles klar. Es gibt noch ein paar Kommentare im Chat, eine Anmerkung. H2-Verbrennen hat nur halb so großen Wirkungsgrad gegenüber Brennstoffzelle oder E-Fuels bringen zu wenig Reduktion der CO2-Emissionen. Also an
der Stelle hier auch Hinweise eben aus der Zuhörerschaft. Ansonsten würde ich jetzt mit Blick auf die Uhr die Runde gerne beenden. Wir haben nahezu alle Fragen beantworten können. Vielen, vielen Dank an der Stelle, Herr Gerstein und Team, dass Sie hier zur Verfügung gestanden haben. Ich denke mal, die vielen Fragen haben auch gezeigt, das Thema ist aktuell und wichtig und interessant. Ich bedanke mich nochmal an alle, die im Hintergrund gearbeitet haben, an Sie, Herr Gerstein, für die Zeit. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Wir gehen nun in unsere Sommerpause. Im September geht es weiter mit den H2 Lunch and Learns. Und Datum, Thema, Referenten stehen noch nicht fest. Aber wie immer, sobald wir was wissen, schicken wir es rum, halten Sie die Augen auf. Sie sind ja angemeldet in unseren Newslettern und halten dort alle wichtigen Informationen. Ansonsten nochmal hier der Hinweis, die YouTube-Aufzeichnung, die bearbeitete, wird Ihnen in einigen Tagen zur Verfügung stehen, genauso wie die Folien jetzt von Herrn Gerstein. All das schicken wir Ihnen per Link nochmal in einer E-Mail rum. Es kam auch die Frage im Chat aus, auf wo die Studie zu finden ist. Den Link dazu, der wurde auch direkt im Chat geteilt. Also gucken Sie da nochmal rein. Nehmen Sie sich gerne noch die Zeit, jetzt im Nachhinein schon mal einen ersten Blick reinzuwerfen. Den Link haben wir eben geteilt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Sommer und wir sehen uns hoffentlich danach wieder. Herzlichen Dank. Tschüss. Dankeschön auch. Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank. Tschüss.